So, also hallo. Ich möchte jetzt mal kurz die Einführung geben in dieses Visualisierungsframework. D3 heißt es. Und zwar hat man einfach mal öfters die Anforderungen, dass man halt irgendwas visualisieren will, irgendwelche Daten. Also das können eben irgendwelche Tabellendaten sein, wie aus einer Datenbank, irgendwelche CSV-Dateien oder auch irgendwelche anderen Datenformate, wie sie halt mit so JSON-Daten vorliegen, also das heißt dann mehr hierarchisch strukturiert. Und da gibt es ein Framework, das sich da ganz gut dafür eignet. Und das heißt D3. Also das ist, glaube ich, auch eins der ganz aktuellen. Das gibt es zwar jetzt auch schon ein paar Jahre, aber das ist eigentlich dieses Framework für JavaScript, das eigentlich ganz viele Leute eben nehmen, um Daten zu visualisieren. Da sieht man hier mal die Webseite. Da kann man auch in der Webseite eben schon ganz viel Tutorials und Beispiele abrufen. Also man sieht hier, man kann da direkt auf diese Beispiele eben klicken, um da was zu sehen. Es gibt auch hier eben nochmal Dokumentation, API und Source, also verschiedene Sachen. Da gibt es auch direkt, wie man das verwendet. Also es gibt hier ja, einfach mal, wie bindet man es ein? Eben das JavaScript, eben das muss man ja sowieso erstmal einbinden, also die Bibliothek. Und dann natürlich kann man sie runterladen bei D3-Zip natürlich. Und dann einfach wird da mal kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. Eben so Basics. Und das möchte ich eben jetzt auch mal erklären und dann noch ein paar Beispiele zeigen an sich. Gibt es da halt schon relativ viel vorgefertigte Sachen, die man auch schon irgendwie als Vorlage nehmen kann. Das sind quasi diese Sachen, die man hier so sieht. Da kann man eben irgendwelche Visualisierungen mal sich anschauen und vielleicht als Vorlage nehmen. Zum Beispiel hier so eine Graph-Visualisierung auch. Da sieht man dann immer, was das Ganze tut und macht und so. Und man hat dann immer unten noch den Code und kann das dann einfach direkt als Vorlage auch nehmen. Das ist oft einmal relativ wenig Code. Und deswegen kann man das eben ganz gut durchlesen, quasi den Code und verwenden. Aber man muss natürlich grundsätzlich wissen, wie das D3 überhaupt funktioniert. Und was es jetzt unterscheidet zu anderen Visualisierungsframeworks. Und da möchte ich vielleicht mal kurz was erklären. Und zwar, es gibt ja verschiedene Arten, wie man jetzt Grafiken in HTML und JavaScript erzeugt. Das eine ist ja, dass man sagt, man hat irgendwie zum Beispiel eine Art Zeichenfläche, also ein Canvas-Objekt und kann da drauf Pixel für Pixel beeinflussen und zeichnen. Es gibt eine ganze Menge Arten. Das heißt, dieses Canvas-Objekt ist eins. Dann gibt es ja zum Beispiel noch dieses Canvas 3D-Objekt, das dann im Prinzip das gleiche im 3D-Raum erlaubt. Das ist noch eine weitere Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die jetzt mit D3 vor allem eingesetzt wird, das sind Scalable Vector Graphics. Also das heißt, das sind so Vektorgrafiken, die als XML eben beschrieben werden. Ja. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, halt über HTML, klassisches HTML, über Div-Blöcke und Style-Sheets eben Grafiken zu machen. Ja, das heißt, man nimmt eben einfach irgendwelche Blöcke und färbt die und macht die mit Styles eben anders, zum Beispiel abgerundete Ecken oder so, und färbt die dann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und jetzt ist das Interessante vielleicht bei D3, dass es eigentlich nicht irgendwo eine spezielle Visualisierungsart bevorzugt. Das heißt, man kann mit D3 mit allen diesen Mitteln arbeiten. Das heißt, die meisten Beispiele hier, die sind zwar irgendwo mit Scalable Vector Graphics gemacht, aber das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ich nur Scalable Vector Graphics verwenden kann. Das heißt, das sind Da ist man überhaupt nicht festgelegt. Ich wollte jetzt mal noch mal was zeigen. Das verschwindet bloß immer. Das ist irgendwie ganz interessant hier, diese Visualisierung.
Naja, man kann sich da einfach mal durchklicken, würde ich sagen. Ja, da gibt es halt eine ganze Menge Dinge, die man hier anschauen kann. Ja, jedes Beispiel ist eben hinterlegt mit Code und dann eben so einer Grafik, die dann erzeugt ist. Also das hier, wenn man das hier sieht, das ist eben kein Bild. Also das wäre natürlich die nächste Möglichkeit, jetzt irgendwie Grafiken im Web darzustellen, wäre natürlich jetzt einmal simpel als Bild. Aber es ist natürlich jetzt so, dass das hier dynamisch generiert ist und das Ganze ist eben als Scalable Vector Graphic gemacht. Das heißt auch der Text und die Linien und so. Man ist aber nicht drauf festgelegt. Das zeige ich auch, warum und warum nicht. Das sieht man dann auch gleich. Und es gibt eben da eben eine ganze Menge an Visualisierungen, die man eben schon verwenden kann. Es gibt auch so Plugins dazu, die man eben verwenden kann. Also man kann sich da mal durchklicken. Wie gesagt, das ist immer, da kann man auch Animationen machen, wie man sieht. Dann kann man dann bei den Beispielen irgendwie oft mal was anderes auswählen und sieht dann eben, wie gesagt, den Code drunter meistens. Jetzt wollte ich noch mal kurz über Scalable Vector Graphics noch mal was zeigen. Da kann man natürlich jetzt auch am besten jetzt irgendwie über Wikipedia mal reingehen. Scalable Vector Graphics selber sind im Prinzip XML-basierte Dateien oder ist ein XML-basiertes Format, das man aber auch direkt in HTML einbetten kann. Ja. Vielleicht nochmal zur Wiederholung, also HTML ist ja nicht XML, sondern das ist eigentlich SGML. Das hat eine leicht andere Syntax. Und XML ist im Prinzip auch ein SGML-Format. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Also was man sich einfach da merken muss, ist, dass das ja irgendwo schon zueinander kompatibel ist, aber dass es eigentlich leicht anders ist. Aber man kann direkt in HTML5 auch XML einbinden oder auch extern als Grafik verlinken. Also extern wäre es eben, da wird eben das Dokument dann so aussehen, dass man eben sagt XML Version 1.0 und dann hat man hier so eine SVG Root Node und da kommt dann eben der SVG Text rein. Ja. Man kann das aber auch direkt inline in HTML einbinden. Und was gibt es da zum Beispiel? Da gibt es dann solche, wie bei HTML, dass man sagt, irgendwelche festgelegten Tags, die gibt es da auch. Zum Beispiel Circle ist eben ein Kreis. Also heißt ein Kreis mit dem Center X und Center Y. Das heißt, die CX und CY, das sind die Koordinaten des Mittelpunktes. Und R ist natürlich hier der Radius. Ja. Der Unterschied zu HTML5 und jetzt nehme ich wirklich, auch wenn man das einbettet, ist tatsächlich, dass sich Tags immer schließen müssen. Das heißt, ich habe keine Tags, die offen bleiben. Das ist so bei HTML5, da kann ich zum Beispiel, da könnte ich dieses Slash weglassen. Also um das mal kurz zu zeigen, wenn ich jetzt hier mal ein neues Dokument mache, dass ich bei HTML, da kann ich ja sowas schreiben. Machen wir mal kurz HTML-Block. Da muss ich natürlich jetzt zum Beispiel den Root Node, da muss ich auch ein öffnendes und ein schließendes Tag machen. Beim Body natürlich auch, klar. Man kann aber dann Alter 1. Also normalerweise schließe ich ja die Tags immer. Ja. Das heißt, das H1 geht hier auf und geht hier zu. Aber ich kann zum Beispiel dann, machen wir mal ein P-Tag noch, einen Text machen. Und kann aber dann zum Beispiel einen BR-Tag machen. Und da ist es so, was hier vielleicht, was vielleicht Leuten gar nicht so klar ist, ne? Das Tag geht hier auf, geht hier zu mit diesem
Das schließende Tag hat immer diesen Slash. Alles ganz normal, aber ich habe hier ein Tag, das ist eigentlich nur das öffnende Tag. Ja. Und das ist aber konform zu HTML5, weil ich eben solche Tags einsetzen darf. Ne. Das heißt, solche Tags, die eigentlich nicht mehr geschlossen werden. Das ist aber eigentlich nicht XML-konform. Ne. XML, da müsste ich quasi das Tag entweder so wieder zumachen. Das wäre dann quasi ein leeres, einseitiges Tag. Und das kann ich mir aber sparen, wenn es so einseitige Tags, kann ich nämlich gleich selber wieder schließen, indem ich hier so einen Slash mache. Ne. Und das ist jetzt der Unterschied zu XML, eigentlich von HTML, dass ich eben diese Slashes hier weglassen kann und dass quasi öffnende Tags einfach für sich auch stehen können. Ne. Und bei XML, auch wenn ich das eben in HTML einbette, ist es so, dass das hier das schließende Tag auch haben muss. Ne. Deswegen, also bloß einmal zur Definition. Ich verwende quasi XML in HTML, kann dann aber eigentlich auch so ähnlich arbeiten. Habe hier Circle, habe hier zum Beispiel Rect mit X und Y, Width und Height als Attribute, einzeilig mit schließendem Tag oder Line und Polyline. Also das sind, glaube ich, auch fast selbsterklärende Sachen. Line ist eben mit einem Koordinatenpaar als Anfangspunkt und einem Koordinatenpaar als Endpunkt. Und dann habe ich eben Polyline, wo ich eben mehrere Koordinatenpaare hintereinander eben angeben kann und so weiter. Ne? Es gibt dann Text und Image und so. Ich kann auch relativ viel machen mit Transformationen, also mit Transform kann ich dann eben Sachen verschieben und rotieren. Und ja, also das ist im Großen und Ganzen nochmal das Thema SVG-Grafiken, Scalable Vector Graphics, und die kann ich in dem D3 eben auch verwenden und über JavaScript eben erzeugen auch. Ne? Also deswegen ist es ja auch eine JavaScript-Bibliothek. Es gibt da ein schönes Tutorial, das möchte ich vielleicht auch einmal vorstellen. Das hat hier der Mike Bostock eben gemacht und das erklärt eigentlich im Wesentlichen, wie dieses Framework D3 eben funktioniert. Ja. Und deswegen habe ich jetzt mal angefangen, das über SVG zu erklären, weil er fängt da eben auch an mit SVG-Grafiken. Aber ich möchte es nochmal sagen, das D3 ist eben nicht auf SVG festgelegt. Man kann eben diese Visualisierung, eben das Visual Mapping auf irgendwelche jetzt speziellen HTML- oder Web-Technologien eben frei wählen. Also man kann das alles Mögliche machen, das kann ich auch dann gleich mal zeigen. Und zwar, das Beispiel hier, das Tutorial ist auch nicht besonders lang, das können wir mal kurz anschauen. Da geht es darum, da gibt es eben drei Kreise und die kann man eben über SVG im HTML-Text eben so beschreiben, dass ich sage, ich habe hier eine Fläche, SVG-Fläche, 720 Pixel breit, 120 Pixel hoch und ich kann da drei Kreise machen mit drei verschiedenen Positionen. Das heißt, die X-Position ist unterschiedliche und die Y-Position ist immer auf 60. Da habe ich einen Radius von 10 Pixel und ich kann jetzt mit meinem D3, das eben eingebunden ist, das JavaScript, die Bibliothek, kann ich eben die Dinge zum Beispiel mal auswählen. Ja, das heißt, wenn ich hier sage var circle D3 select all circle, dann habe ich in der Variable circle eben eine Referenz auf alle drei Kreise. Ja, nicht nur auf einen, sondern auf alle drei. Und das kennt man ja zum Teil von JavaScript schon auch, wenn man zum Beispiel mit jetzt jQuery arbeitet, da ist es ja auch so oft, dass man eben im Prinzip Referenzen nicht auf ein Objekt bekommt, sondern auf eine Menge Objekte. Und wenn man dann eben da Operationen auf diese Menge eben anwendet, dann gilt das nicht für ein Objekt, sondern für alle. Also das ist oft in JavaScript so, dass ich da so ein bisschen quasi wie mit Vektorisierung arbeite.
dass ich eben nicht sage, ich habe eine Menge an Objekten und dann muss ich eine Schleife machen und jedes einzelne Objekt einzeln transformieren, sondern ich habe eben eine Referenz auf gleich diese Menge. Und wenn ich eine Transformation anwende, dann gilt das gleich für alle. Und das ist eben bei D3 auch so, eben eigentlich, wie man es schon auch kennt von jQuery zum Teil. Das heißt, ich habe hier diese Variable Circle, könnte man eigentlich auch Circles nennen, eigentlich wäre vielleicht syntaktisch oder semantisch korrekter, ist eben alle Kreise. Ja. Die Variable enthält eben eine Referenz auf alle Kreise. Und dann kann ich eben auch, so ähnlich wie ich das in jQuery auch machen würde, zum Beispiel den Style ändern. Ich könnte jetzt sagen, Circle.Style Fill Steel Blue. Das ist eigentlich genau die Syntax, die es eigentlich auch in anderen Frameworks, wie zum Beispiel jQuery auch gibt. Und dann kann ich eben die Füllung auf blau ändern. Das heißt, ich gebe hier bei Style einfach die CSS-Eigenschaften an. Das heißt, da sage ich dann, ich selektiere eben das und dann kann ich eben sagen, Eigenschaft und Wert der Eigenschaft, der CSS-Eigenschaft kann ich da angeben. Und ich kann auch eben mich beziehen auf diese Attribute und Attr, also das wären dann quasi die HTML oder eben SVG-Attribute. Also das heißt, Circle.Attr ist eben jetzt dieses, also Circle.Attr-R wäre eben dieses HTML oder eben in dem Fall SVG-Attribut R. Dann kann ich das eben ändern und kann die Kreise größer machen, und zwar alle. Ja. Ja, was dann eben rauskommt im Endeffekt, wäre dann eben dieses hier. Ne. Das heißt, das ist dann das, was sich im Browser dynamisch tut. Genau. Und jetzt ist es eigentlich sehr interessant, das sieht man schon auch sofort das Ergebnis, was ich noch machen kann. Ich kann bei diesem Attr, kann ich nicht nur einen festen Wert angeben, wie hier oben, sondern ich kann da einfach eine Function angeben, die eben für den, also diesen Wert als Rückgabewert gibt. Ich kann eben sagen, okay, dieses Attribut x Position Center x, da gebe ich eben jetzt keinen festen Wert an, sondern einfach eine Function, die mir den Wert liefert. Und das ist in dem Fall hier einfach eine Random-Funktion, die mir eben eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 erzeugt und die eben mit 720 multipliziert, was ja dann eigentlich die Breite von meiner Zeichenfläche am Anfang war. Das heißt, am Anfang lege ich ja fest, dass diese Zeichenfläche 720 Pixel breit wird. Und dann werden die eben verteilt. Was da dynamisch passiert im Browser, ist eigentlich das hier, ne? Dass dann eben diese X und Y, also diese Center X Positionen, die werden immer zufällig neu generiert. Okay, soweit ist es eigentlich aber auch noch nicht so anders als andere JavaScript Frameworks. Und das, was es eigentlich ausmacht, und jetzt kommen wir eigentlich zum wesentlichen Punkt von dem Ganzen, ist eigentlich dieses Data Binding, was jetzt kommt. Und zwar, ich möchte eigentlich Folgendes machen. Ich möchte an meine vorhandenen Einheiten, die ich habe in HTML oder in SVG, da möchte ich Daten dran binden. Ja, das heißt, ich möchte einfach sagen, die Daten, die sind da irgendwo an diese Visualisierungen gebunden. Und das kann ich eben folgendermaßen machen. Ich kann eben Daten nehmen und kann die dran binden. Ich habe ja drei Kreise, das ist jetzt auch mal wichtig. Und da kann ich jetzt drei Werte an diese Daten, an diese Kreise binden, indem ich einfach sage Circle.data und dann gebe ich hier ein Array an mit den jeweiligen Werten. Das können dann auch irgendwie beliebige Werte sein. Das können Zahlen sein, das können natürlich auch irgendwelche anderen Daten sein. Genau, das heißt, der erste Kreis, der hat eben jetzt, der ist gebunden an den Wert 32 und so weiter, zweite an den Wert 57. Und jetzt kann ich zum Beispiel
die an den jeweiligen Kreis gebundenen, das an das, den jeweiligen Kreis gebundene Datum nehmen und das natürlich wieder verwenden, um die, das Aussehen des jeweiligen Kreises zu verändern. Das kann ich dann hier machen. Ich kann hier sagen circle.atr radius, also r, und dann gebe ich wieder diese Function an, die mir den Wert liefert und beziehe mich aber jetzt auf das jeweilige Datum d. Das bedeutet, diese Function, die ich da angebe, das ist vielleicht auch noch wichtig hier, die bekommt immer das jeweilige Datum, das an diese, dieses Objekt gebunden ist, also Circle. Da ist ja diese 32 dran gebunden. Ich bekomme immer mit Function d in dieser, in diesem Attribut oder in diesem Parameter d eben den jeweiligen Wert mit übergeben. Und dann kann ich den natürlich irgendwo nehmen und als Grundlage der Berechnung nehmen für den Rückgabewert für dieses R zum Beispiel. Ne? Ich kann jetzt hier sagen, math sqrt d, also das heißt die Quadratwurzel von dem jeweiligen Datum ist eben das, was den Kreis ausmacht. Und dann wird natürlich der Kreis unterschiedlich groß, und zwar jetzt nicht linear, sondern eben quadratisch. Das heißt, Quadratwurzel, das heißt, der wächst jetzt nicht linear, sondern weniger, weil man sieht ja auch, dass jetzt diese Größenunterschiede relativ groß sind. 112 ist schon mal relativ massiv größer. Na, wenn ich jetzt das quasi nicht linear, sondern irgendwie anders skalieren will, dann kann ich das eben so machen, dass ich da den Wert anders berechne zum Beispiel. Ne? Und dann, was man hier sieht, ist immer die Sache, die dynamisch dann berechnet worden ist, dass der Radius eben dann eben anders generiert wird. Oder ich kann auch die X, das Attribut CX, also diese X-Position nehmen und eben abhängig machen von dem D. Und es kommt noch ein zweiter Parameter mit, also es kommt immer das aktuelle Datum mit und dann die Nummer des Kreises selber. Ne? Der wievielte Kreis ist es? Das wäre dann der erste, hier der zweite und hier der dritte. Das heißt, ich kann auch das im Prinzip den Index nehmen und in die Visualisierung mit einfließen lassen, sozusagen. Also ich bekomme eigentlich immer diese zwei Parameter, d und i, also d für Datum, i für Index. Und wie es in JavaScript natürlich ist, deswegen ist da am Anfang eben kein Parameter drin und ich kann die Parameter natürlich optional abrufen. Ich kann eben die Function eben so schreiben, dass ich hier keinen Parameter bekomme, also das heißt diesen formalen Parameter, diese formale Parameterklammer, die kann ich eben entweder füllen oder auch nicht. Das ist ja in JavaScript so, dass ich das auch weglassen kann. In anderen Programmiersprachen wie in Java wird es da natürlich eine Fehlermeldung geben, weil eben ein Parameter reingeht und dann aber der nicht empfangen wird. Kann ich allerdings in JavaScript machen, aber normalerweise, ich bekomme halt immer zwei Parameter mit. Genau. So, jetzt habe ich das Ganze für drei Kreise, ne? Also das heißt drei Daten und drei Kreise. Jetzt hätte ich aber gerne vielleicht noch mehr Kreise, ne? Mit mehr Daten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß ja vielleicht gar nicht, wie viele Daten ich bekomme, ne? Ob es jetzt 100 sind oder 500 oder 10. Jetzt hätte ich natürlich gerne entsprechend viele Kreise. Und deswegen gibt es jetzt sowas wie Enter. Also das heißt folgendes, also ich gehe den Code nochmal durch. Ich habe jetzt hier, ich hole mir eine Referenz auf mein SVG Root Node. Ich mache das hier mit var SVG, die 3 Select SVG. Und hole mir dann alle Kreise eben, in dem Fall diese 3, mit Select All, Circle, wie gehabt. Und jetzt binde ich aber da
nicht drei, sondern vier Daten dran. Das heißt, ich habe jetzt hier für den ersten Kreis 32, für den zweiten 57, für den dritten 112. Jetzt habe ich aber einen vierten Wert, da gibt es aber keinen Kreis dafür. Ne? Und jetzt gibt es hier eine Funktion, also diese ganzen Referenzen auf diese Grafiken oder überhaupt Knoten, die haben jetzt über dieses D3-Framework eine Funktion bekommen oder eine Methode Enter. Und das heißt, wenn Daten reinkommen und es sind nicht genug von diesen in der Menge an Objekten da, dann kann ich eine weitere Methode aufrufen, nämlich Append. Und da kann ich dann einen Knoten hinzufügen. Ja, das heißt, ich sage jetzt, wenn jetzt drei da sind, dann wird quasi das Append gar nicht aufgerufen, weil ja schon drei Kreise da sind, wenn ich nur drei Daten bekomme. Wenn ich aber was Viertes bekomme, dann wird eben für dieses vierte Datum diese Methode Append aufgerufen. Und Append, da gebe ich im Prinzip eine, den Tag-Namen sozusagen an. Das heißt nicht irgendwie, da beziehe ich mich nicht auf irgendwas, was da ist, sondern ich sage eben, ich hätte gerne ein weiteres Tag, also ein XML- oder HTML-Tag, das ist in dem Fall egal, Circle. Ich hätte jetzt auch Div schreiben können oder so. Ne? Aber ich sage eben, ich hänge ein Append Circle dran und dann habe ich eben als Rückgabewert von dem Ganzen hier, von diesem Append hier, bekomme ich dann eine Referenz auf das eine oder auch mehrere, ne? Das könnte sein, dass das mehrere eben sind, bekomme ich als Rückgabewert und kann die da in einer Variable, zum Beispiel Circle Enter, speichern. Und da habe ich jetzt eben meinetwegen in dem Fall ein Objekt, könnten aber auch mehrere sein. Und dann kann ich eben hier wieder die einzelnen Attribute festlegen, also Attrib-CX und Y, also die Position und auch den Radius. Genau, also das heißt, das ist eigentlich genau das, was wir vorher auch schon hatten, dass ich das eben hier festlege mit Attr. Ja, genau. Und dann hat man plötzlich vier Kreise, weil eben einer quasi dazu generiert worden ist. Genau. Und ich erkläre das deswegen so ausführlich, weil das eigentlich auch genau das ist, was schreibt hier der Herr Bostock auch, das ist genau das, was man immer sieht. Wenn ich jetzt irgendein Beispiel in D3 anschaue, dann ist das eben so aufgebaut. Sieht eigentlich immer gleich aus. Ja. Kann das mal ein bisschen größer machen, damit man das nochmal schöner hier sehen kann. Es ist immer genau das, dass ich sage, ich habe Select All Circle. Das könnten auch keine, also ich könnte auch zum Beispiel keinen haben. Und könnte sagen, Punkt Data, da habe ich meine Daten, das sind jetzt vier Werte. Enter, das heißt, wenn die Daten reinkommen, werden die eben gegebenenfalls erzeugt, wenn es nicht schon genug gibt. Und dann kann ich mittels dieses Operator Chainings, also das heißt, das ist ja auch so eine klassische JavaScript-Technik. Ne? Ich verweise da auch vielleicht auf das JavaScript-Tutorial, das ich ja auch online habe. Kann man eben jetzt weitere Funktionen auf das Objekt, auf dem Objekt aufrufen. Ja? Das heißt, das Enter gibt mir zurück alle Daten und es ruft eben mittels dieses Operator Chaining eben das Append auf. Das heißt, für die Daten, die eben nicht eben schon gebunden sind sozusagen, und als Rückgabe bekomme ich da eben eine Menge an neu erstellten Circle Objekten und da kann ich eben das Attribut mit Punkt Attr anpassen, zum Beispiel die Y-Position, bekomme dann wieder
this, also sozusagen das Objekt selber, als Rückgabewert und kann dann deswegen wiederholt eben neue Methoden oder Funktionen aufrufen, zum Beispiel wieder attr und dann eben das x festlegen, da eben über diese Function eben als Rückgabewert wieder den Wert für die x-Position festlegen und auch für den Radius. Und das ist eigentlich immer das, was hier auch schon steht. Es ist immer hier Select All, Data, Enter, Append. Das sind eigentlich immer die Dinge, die in diesen D3 vorkommen. Select All, Data, Enter, Append. Genau so ist es. Also das können wir uns dann auch mal vielleicht kurz mal anschauen, indem wir jetzt irgendwie was Beliebiges hier mal rauspicken. Vielleicht irgendwas Einfaches. Müssen wir mal schauen, was natürlich mit Daten irgendwo in Beziehung steht. Zum Beispiel mal gucken. Also ich habe das jetzt auch vorher nicht angeguckt. Sieht recht hübsch aus. Der Code sieht so aus und da haben wir das genau. Da haben wir hier die 3 Select Body Append SVG Attr Append. Ja. Genau. Und dann geht es natürlich noch weiter. Da gibt es natürlich noch viel mehr, weil es halt doch ein relativ komplexes Beispiel war. Hätte ich vielleicht doch ein einfacheres heraussuchen sollen. Aber ich zeige auch gleich mal selber eigene einfache Beispiele. Aber man hat schon gesehen, dass das eigentlich immer das ist, was vorkommt. Also auch bei dem zum Beispiel. Man hat hier eben Select Body Append SVG. Da gibt es natürlich jetzt nochmal Select All, da kommen die Data, Daten eben rein, dann Enter, Append. Genau, das sind eigentlich die Sachen, die immer da drin vorkommen. Und das muss man halt verstehen. Das heißt, ich wiederhole es nochmal, es gibt quasi eine Datenbindung. Das heißt, ich binde meine Daten an Objekte in dem DOM, in dem Document Object Model. Und wenn die Daten reinkommen, werden die im Prinzip mit Enter eben da dran gebunden, wie gesagt. Wenn nicht genug da sind, von diesen werden halt gegebenenfalls neu erzeugt. Es könnten aber auch schon welche da sein, und die werden dann eben nicht berücksichtigt. Und ja. Und natürlich ist es so, Datenbindung heißt natürlich, also wichtig ist eigentlich vor allem, wenn die Daten reinkommen, was dann passiert. Es könnte natürlich aber auch sein, dass ich das irgendwie interaktiv mache und es gehen auch Daten wieder weg. Ich kann die vielleicht löschen oder so über irgendeine GUI-Methode. Und dann gibt es nämlich deswegen auch noch Exit. Das ist quasi das Gegenteil von Enter. Und da, wenn ich zum Beispiel nur zwei Daten habe, dann sind es ja weniger als vier in dem Tutorial. Da mache ich eigentlich nur simplerweise eben Circle Exit Remove, dann verschwinden die einfach. Die werden dann quasi, also dann die da an die Daten gebundenen visuellen Elemente aus meinem DOM werden dann einfach entfernt. Genau, und dann war es das eigentlich von dem hier. Na, das heißt, ich habe nochmal zur Wiederholung eben Select All, Data, Enter, Append und eben Exit. Genau. Und jetzt habe ich mal ein paar einfache Beispiele. Ich habe zum Beispiel mal, mach das jetzt mal zu. Ich habe hier eine Datei dir.json und die ist nichts anderes wie so eine JSON-Struktur von einem Ordner, in dem sich eine HTML-Visualisierung befindet, sozusagen. Ja. Das heißt, dieses dir.json beschreibt einfach einen Teil von meinem Dateibaum. Ja. Genau. Also aufgebaut ist das so, das ist eben ein JSON-Objekt. Und
Da gibt es eben Key Values, da gibt es zum Beispiel Type, dir heißt Type Directory. Da gibt es dann Name, wie heißt das Directory, das ist eben der aktuelle Ordner. Size ist eben, das ist keine Datei, deswegen hat es null Größe selber, ne? Also ohne jetzt die Kinder mit zu berücksichtigen. Und dann gibt es eben die Kind-Knoten, das heißt, was ist in dem Ordner drinnen? Und das sind zum Beispiel verschiedene Objekte drin, zum Beispiel auch wieder ein File, ne? Das heißt, da gibt es ein File, das hat einen Namen, zum Beispiel auch wirklich das File selber, ne? Hier, das ist da auch drin. Size 0, warum das? Sollte eigentlich eine Größe haben, ja, das hat halt dann, keine Ahnung, schreibe halt irgendwas rein. Es hat dann keine Kinder, ne? Die Files selber, die haben dann quasi keine Kinder mehr, weil es eben keine Ordner sind. Ich habe dieses Attribut Children da eben nur mit rein oder diesen Key Children, damit das konsistent ist. Ne? Das heißt, meine JSON-Objekte sind eben, ist eine rekursive Datenstruktur. Die haben eben immer Type, Name, Size und Children als Keys und als Werte eben entsprechende Einträge. Und Children ist aber ein Array, das wieder rekursiv eben wieder einzelne Objekte von diesem Typ beinhalten kann. Deswegen kann ich rekursiv durch den Baum quasi mit tiefen Durchlauf durchgehen. Ja. Ich habe jetzt hier im Prinzip bei Children 1, 2, 3 mehrere Files eben, habe hier aber nochmal einen Ordner, das heißt Type Dir, und der hat dann eben als Children wieder weitere Objekte, die dann wieder Files sind und die könnten natürlich auch wieder irgendwie Ordner auch sein, aber in einem Dateisystem können natürlich jetzt Ordner, Dateien und weitere Ordner beinhalten. Das ist im Prinzip das, was ich eigentlich darstellen will. Ich möchte das Dateisystem visualisieren und das mache ich quasi jetzt mit meinem D3. Also das heißt, diese Datei habe ich im Prinzip und die möchte ich jetzt darstellen. Und dazu lege ich jetzt einfach mal eine HTML-Datei an. Und die HTML-Datei sieht eben so aus, dass ich jetzt einfach mal das D3 selber einbinde. Diese JavaScript-Datei, D3 binde ich ein. Und möchte irgendwie Kreise haben, die so ausschauen. Ja, also das war jetzt bloß mal das, was ich da eben gerne hätte. Und binde natürlich jetzt irgendwo eine JavaScript-Datei ein, die ich dann eben nehme, um die Visualisierung zu starten. Und habe hier einen SVG-Root-Node mit Breite 960 und Höhe 960. Ich kann dann auch so eine Transformation angeben. Ich verschiebe den auf 1,1 sozusagen. Genau. Und dann kann ich eben loslegen mit meiner Skriptdatei, um das Ganze zu visualisieren. Ich kann auch mal gleich mal zeigen, was dann im Endeffekt rauskommt bei dem Ganzen. Das ist eben das hier. Das ist diese Visualisierung von dem, also das, was ich eigentlich erzeugen will, ist einfach so eine Struktur an verschiedenen Kreisen, die ineinander im Prinzip verschachtelt sind. Also man sieht hier, dass da der oberste hellgrüne Kreis, das ist im Prinzip der Root Node und der beinhaltet dann, das ist der aktuelle Ordner, der beinhaltet dann eben verschiedene, wie man sieht, Dateien. Und die Dateien haben aber auch zum Beispiel wieder Ordner, die dann wieder Dateien oder Ordner eben haben. Das ist einfach die Visualisierung. Das ist so ähnlich wie so eine Tree Map eigentlich. Also, oder wie ein Venn-Diagramm. Das heißt, ich kann ja so Baumstrukturen eben darstellen, wie man das eben kennt von einem typischen Explorer oder Finder. Ich kann es aber auch quasi so machen, dass ich sage, ich habe so wie in einem Venn-Diagramm eben Mengen als Kreise, die dann einzelne Elemente beinhalten. Und wenn das nämlich so eine rekursive Struktur ist, können die wieder ihrerseits natürlich irgendwelche Dateien und Ordner selber beinhalten. Und genau, ich mache das mal vielleicht ein bisschen kleiner, damit wir es mal nebeneinander sehen.
Ja. Und funktionieren tut das Ganze. Also ich kann ja nochmal, was ich als Ausgangslage habe, ist eben diesen SVG Root Node. Und dann binde ich eben dieses Skript ein. Und da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe eine Variable, da lege ich eben jetzt erst einmal die Größe selber fest von meinem Root Node, also von dem ersten obersten Kreis. Und hole mir dann meine Referenz auf das SVG und sage dann, okay, pack ist einfach, dass ich das Layout im Prinzip ja packe. Ne? Also das heißt, es wird kompakt dargestellt und kann hier noch eine Size angeben von meinem also Pack ist quasi ein kompaktes Layout sozusagen. Ja, das ist quasi das Layout und ich sage dann Size und Padding mit einem kleinen Abstand, sonst würden sich die Kreise da überlappen. Also ich kann das auch einmal vielleicht verändern. Ich muss nur dazu, muss mal gucken, ich muss hier noch meinen Webserver starten, weil ich habe das hier schon wieder, glaube ich, ist es hier noch kein Webserver gestartet. Ich mache das hier vielleicht auch mal als Tipp. Ich bin ja hier in dem Ordner hier. Das ist eben, das sind die drei Pack-Ordner. Und ich starte da jetzt einfach einen Webserver. Das kann ich zum Beispiel ganz simpel machen, indem ich jetzt irgendwie über Node einen Webserver starte. Das haben die da auch bei der, wenn ich da reinschaue, bei meinem D3, da wird es eben empfohlen, dass ich da eben jetzt einfach irgendwo das Ganze in einem Webserver laufen lasse, sonst funktioniert es eben nicht. Steht irgendwo da. Jetzt gerade vorhin mal gesehen, dass die das eben irgendwo hier mit dem Tutorial auch mal irgendwo empfehlen. Aber ich starte jetzt hier so einen Python-Webserver, das geht eigentlich ganz simpel auch, indem ich hier einfach Python http.server aufruf und dann habe ich eben bei 000 Port 8000 eben diesen Webserver zur Verfügung normalerweise und kann dann hier wieder das einfach starten, hoffe ich. Ja, genau, ne? Und dann habe ich eben das da. Das muss ich einfach immer machen, wenn ich Daten nachlade, weil dann eben aus Sicherheitseinstellungen eben das sonst nicht funktioniert. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch mal hier das Padding eben mal anpassen und das zum Beispiel mal größer machen. Und dann sieht man auch, dass da mehr Platz zwischen den einzelnen Dingen plötzlich da ist. Genau. Gut. Als nächstes lade ich meine Daten. Und da gibt es auch, Gott sei Dank, fürs Laden, wie jetzt auch in anderen Frameworks, sicherlich auch möglich, dass man hier sowas hat wie dir.json, die möchte ich laden. Und da gibt es einfach eine d3.json-Methode, um das Ganze einfach zu laden. Das ist eigentlich ziemlich simpel, das Ganze. Und dann sage ich eben mit then, kann ich eben sagen, okay, was passiert dann? Ja, das heißt, das ist auch so eine typische, auch mittlerweile in anderen JavaScript-Frameworks übliche Methode then, das ist eben, die wird aufgerufen als Callback. Ne? Das heißt normalerweise, der Code, der geht eben hier los und geht aber sofort, der blockt nicht, der geht da hinten, da ist aber nichts mehr, der geht eben, wird jetzt hier, wenn da weiteres JavaScript stehen wird, wird das natürlich da hinten sofort weitergehen, aber ich kann natürlich als Callback angeben, then, was passiert. Ja? Und da gebe ich hier jetzt eine Lambda-Funktion an. Ja, das ist ja, da gibt es ja mittlerweile so eine, sagen wir mal, ECMAScript 2015-artige Schreibweise für JavaScript. Und da kann ich eben, da muss ich nicht Function, Klammer auf, Data, Klammer zu, geschweifte Klammer aufschreiben, sondern ich kann das abkürzen, indem ich einfach, das ist quasi das identisch, Data, dann ist gleich
größer Zeichen, also Pfeil, eben diese Lambda-Funktion schreibe, und die ist in den Parametern. Also das heißt, ich gebe in dem Parameter then, hier unten ist auch das Ende von dem Parameter, gebe ich einfach komplett den Code als Lambda-Funktion an. Das heißt, was hier ist, das ist auch immer so ein bisschen, wenn man von anderen Programmiersprachen kommt, vielleicht schwierig zu verstehen. Ich gebe quasi als Parameter Objektwert die komplette Lambda-Funktion an, die eben dann als Callback ausgeführt wird, wenn die dir.json geladen ist. Also ist ein bisschen vielleicht nicht so geläufig, wenn man jetzt nur von rein imperativer Programmierung ausgeht. Aber wenn man das lernt wie C oder so, da gibt es das erstmal nicht. Wobei das ja heutzutage eigentlich in fast allen Sprachen angekommen ist, diese Syntax. Also das heißt, auch in C zum Beispiel mittlerweile diese funktionale Programmierung, darum geht es ja eigentlich, die gibt es heutzutage eigentlich in allen Sprachen. Die gab es lange Zeit nicht, jahrzehntelang hat man die quasi nicht verwendet, obwohl das eigentlich so mit einer der ältesten Programmiertechniken sozusagen ist. Und dann irgendwie vor auch schon zig Jahren, vielleicht, Entschuldigung, 10, 15 Jahren, da ist eben diese, Entschuldigung, funktionale Programmierung wieder angekommen in der normalen Programmierung und vielleicht als erstes mit in JavaScript. Und jetzt gibt es eben diese Kurzschreibweise von dem ECMAScript 2015 und man kann da eben, wie gesagt, diese Lambda-Funktion angeben, die aufgerufen wird, wenn das dir.json geladen worden ist. Ja, und dann kann ich eben weiter arbeiten und ich kann jetzt hier zum Beispiel ein Layout einlegen, das heißt die 3-Hierarchie, und kann da auch nochmal die Daten reingeben und kann sagen, okay, ich summiere alle Daten auf und gibt da wieder eine Function an, die mir eben die Größe aufsummiert. Also das heißt, es werden alle Sizes aufsummiert. Um quasi den größtmöglichen Radius zu erhalten. Genau. Und das ist im Prinzip mein Layout, das gebe ich hier eben an. Das heißt, hier ist im Prinzip, da generiere ich das Layout-Objekt, da gebe ich es eben als Layout an. Und jetzt geht es einfach los. Ich könnte hier zum Beispiel mal was ändern. Dann sieht man, verschiebt sich das eben leicht. Ich kann jetzt hier die einzelnen Elemente selber dann eben bestimmen. Ich sage eben Select All Punkt Node. Ja, das heißt, ich selektiere alle HTML-Objekte oder alle SVG-Objekte mit von der Klasse .Node. Das heißt, ich kann hier auch wie zum Beispiel in jQuery auch hier normale CSS-Selektoren angeben. Eben Punkt Node ist eben ein Klassenselektor für eine Klasse Node. Die gibt es vielleicht auch gar nicht. Das heißt, was ich hier am Anfang habe, ist einfach nur das hier. Mehr habe ich hier nicht. Da ist nichts drin mit der Klasse Punkt Node. Es gibt auch kein CSS-File. Aber das ist eben mein Selektor, den ich gerne hätte eben, und den gebe ich hier an. Und gebe eben an als Data
alle Nachfolger, also alle Kinder sozusagen von meinem Root Node. Ne? Da steckt ja auch schon wieder so eine rekursive Sache drin. Das heißt, ich gebe als Daten an alle Nachfolger von meinem Root. Und wenn die reinkommen, dann und es gibt keinen Knoten G, den es ja nicht gibt, dann lege ich den eben an. Und das ist im Prinzip ein Gruppenknoten. G ist immer so ein Group Node, den nehme ich eben, um zum Beispiel da drin wieder Circles zu platzieren, um die dann irgendwo hinzuschieben mit Transform. Das heißt, hier lege ich diesen Gruppenknoten an, der kriegt dann eben ein Attribut Class Node und dann eben, und das kann ich nämlich auch machen, dann so eine Transformation, Attribut Transform, und als Transform gebe ich eine Translation an, Translate, und zwar in die X- und Y-Position des jeweiligen Datums. Genau, also das heißt, über dieses Layout bekomme ich nämlich zu dem Datumsobjekt noch verschiedene weitere Attribute wie Size, X und Y. Die habe ich nur quasi, wenn ich ein Layout selber generiert habe. Ja. Genau. Jetzt habe ich diesen Gruppenknoten und in den Gruppenknoten selber hänge ich jetzt natürlich meinen Circle rein mit einem Attribut R, und das ist eben dann von meinem Layout habe ich ja jetzt auch einen Radius bekommen, also weil das ist ja quasi dieser dieses Datumsobjekt, das eben jetzt durch diese Überführung in ein Layout auch schon gewisse Attribute hat wie R. Ne? Genau, und dann kann ich eben sagen, okay, Radius ist eben genau das, was ich da bekomme. Und der Style, den kann ich dann eben beliebig selber auswählen und kann zum Beispiel sagen, okay, dann bekomme ich das Datum und dann den Index mit. Und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, wenn es eben das erste Objekt ist, dann wird der eben mit einer Farbe versehen und die kann ich mir zum Beispiel mit verschiedenen, da gibt es verschiedene Methoden, um Farben auszuwählen, zum Beispiel Interpolate Warm, da kann ich eben eine warme Farbe interpolieren, die eben zwischen 0 und 1 eben eine andere Farbe gibt. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal 0,5 reinschreiben, dann wird das natürlich irgendwie anders dargestellt, und 1 durch i ist eben jetzt eine beliebige Zahl zwischen 0 und 1. Ich kann natürlich da auch mal 2 machen, dann kann da die Farben irgendwie beliebig anders irgendwie berechnen. Und da gibt es eben auch verschiedene Methoden. Da kann man mal auch vielleicht mal kurz schauen, dass man das mal sucht. Kann man in dem API mal gucken. Da gibt es eine API-Referenz auf GitHub auch. Da gibt es dann eben hier auch die ganze Hilfe eben. Und da gibt es eben hier Interpolate Nummer und natürlich auch irgendwo die Farben. Also Random Numbers gibt's, Interpolate Warm, das ist hier im Prinzip bei den Farben irgendwo, und da kann ich natürlich jetzt hier Interpolate Cool machen, Warm ist halt hier das hier, Cool ist eben dieser Farbstreifen, und da kann ich mir verschiedene auch aussuchen. Man könnte ja mal eben cool probieren statt warm.
Dann zum Beispiel hier. Das Ganze noch mal ändern. Natürlich wird es dann irgendwo in der kalten Farbe dargestellt, also nicht mehr rot. Und habe dann hier mal schon andere Farben. Und natürlich muss ich dann, kann ich den Text noch dranhängen. Ja? Das heißt, der Text, das wäre dann quasi die Dateibezeichnung. Ja? Ich kann dann sagen Note Append Text. Kann jetzt hier den ganzen vom Mittelpunkt ein bisschen rausschieben, damit er eben oder reinschieben, damit er eben nicht irgendwie außermittig hängt. Und kann hier noch eine Größe machen, die kann natürlich auch verändern. Ja. Ihr könnt jetzt hier quasi EM ist ja im Prinzip diese ein Geviert ist ein EM und 1.7 ist halt 1,7 mal größer als der Standardtext. Und kann hier sagen Text Anchor Mittel, das heißt, wird in die Mitte dran gehängt. Und der Text ist jetzt einfach der Name, also von meinem Datum, des Datumsobjekt, das darf man nicht vergessen, das ist im Prinzip das, was wir vorher hatten, dieses dir. Ja, da gibt es ja ne Type, Name und Size. Und ich habe ja im Prinzip hier d.data.name. Und da hole ich mir eben, da splitte ich eben den Pfad weg, damit ich eben nur den Dateinamen hier in dem Fall habe und hänge den da dran. Vielleicht nochmal, ne, das D, das ist ja im Prinzip jetzt hier das Layout und das, was ich vorher nur als D, als Datum hatte, das ist jetzt hier in D.data drinnen. Ne? Also weil die Layouts, die haben im Prinzip verschiedene visuelle Attribute und D.data wäre dann im Prinzip das, was ich als Originaldatum, also das heißt der einzelne, das einzelne Objekt aus meinem Baum hier, das hier, aus meinem JSON-Baum, ist eben jetzt das D.data und Name wäre jetzt eben zum Beispiel hier mit Pfadangabe diese Datei, das splitte ich eben dann das alles weg, was eben links von dem letzten Slash ist, also hole ich mir dann quasi mit Pop wieder zurück, den letzten Teilstring und den hänge ich dann da dran als Text. Kann den natürlich auch weglassen, ich könnte jetzt den Textnode komplett weglassen und habe dann im Prinzip mein ganzes Layout hier so generiert. Und das muss ich natürlich hier machen, die Größe muss ich natürlich irgendwo angeben, sonst macht er das natürlich nicht. So geht es auch. Also das heißt irgendwie, ich gebe einfach mal die Größe an. Die wird ja dann eh nochmal quasi berechnet. So ist es eigentlich korrekt. Ich gebe am Anfang eben die Größe von meinem letzten Ding an. Genau. Ja, das Interessante hier ist eigentlich noch, vielleicht um es nochmal zu sagen, dass hier die, das ist natürlich SVG-Grafik, das ist quasi kein Canvas-Objekt und ich kann natürlich hier auch den Text jetzt quasi raus kopieren oder mit Links versehen und so weiter. Das heißt, ich kann natürlich da HTML auch mit reinmischen irgendwo. Und das Ganze irgendwo auch jetzt nahtlos in mein HTML einbinden, weil es eben Scalable Vector Graphics ist. Das könnten aber auch irgendwelche Div-Knoten sein. Ne? Das ist vielleicht das nächste, dass ich ja nicht darauf angewiesen bin, jetzt hier unbedingt SVG-Grafiken zu erzeugen.
Ich habe da auch noch ein anderes Beispiel. Vielleicht, dass man mal sieht, dass man auch andere Sachen generieren kann. Und zwar, mach das mal zu. Ich habe hier noch ein weiteres Beispiel. Und zwar, das ist jetzt auch eine XML-Datei, eine JSON-Datei, Entschuldigung. Und zwar handelt es sich um die Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft der letzten 2018. Und das ist auch eine JSON-Datei, die gibt es eben im Internet. Das sieht man auch hier, da habe ich das File World Cup JSON, da ist im Prinzip, da kann man die Datei selber mal sich anschauen, die gibt es eben auch auf GitHub. Das war ganz schön damals. Da gab es im Prinzip während der laufenden Meisterschaften Leute, die dieses JSON-File eben aktualisiert haben. Bei jedem geschossenen Tor ist quasi da auch der Eintrag aktualisiert worden. Man konnte sich quasi eine Webseite oder eine App basteln, die dieses File ausgewertet hat und konnte dann quasi die aktuellen Fußballergebnisse sehen. Und man sieht schon auch, wie das aufgebaut ist. Es gibt hier Match Day 1, da gab es dann die ganzen Matches als Array, dann irgendwo irgendwelche Tore auch, wer die geschossen hat, in welcher Minute, wie dann eben der Punktestand war. Und auch wo das Ganze war, in welchem Stadion und zu welcher Zeit und so weiter. Ne? Also Date und Time natürlich und so weiter. Genau. Man konnte das einfach so als Micro-Web-Service abrufen, indem ich eben einfach den Link hier eben verwende. Und das Ganze kann man natürlich jetzt auch mit D3 natürlich auslesen. Das heißt, ich lade das ganz simpel. Jetzt nicht über den Link, der ist jetzt nur einfach mal, ich binde hier auch wieder nur mein D3 ein. Und habe hier noch ein Script, JS, das mir das Ganze visualisiert. Und ich möchte es eben deswegen nochmal vorstellen, weil das eben jetzt nicht mit SVG-Grafik arbeitet, sondern simplerweise mit HTML5 sozusagen. Ja. Das Ergebnis hier ist das hier. Ich habe im Prinzip, ein bisschen kleiner machen. Eine Tabelle, eine HTML-Tabelle erzeugt hier. Das heißt, das hier, das ist eben eine HTML-Tabelle, die ich natürlich auch erzeugen kann. Das ist jetzt zwar keine tolle Visualisierung in dem Fall, aber es ist auf jeden Fall mal auch eine Visualisierung. Also man kann das ja irgendwie dann auch mit Style Sheets wieder stylen. Man kann quasi das D3 auch einsetzen, um überhaupt ähnlich wie bei jQuery, einfach Daten dynamisch auszulesen und darzustellen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt das Ganze hernehmen, um jetzt eine Visualisierung zu machen. Kann ich aber. Also, und wie gesagt, wie funktioniert das Ganze? Ich binde meine Bibliothek ein und mein Skript macht eben Folgendes. Es holt sich erstmal die Datei. Also hier let file gleich, da haben wir eben dieses World Cup JSON, eben als einfach als Web-URL, dann lade ich das wieder, ne? Und dann, nachdem ich es geladen habe mit Dan, kann ich zum Beispiel mal irgendwie das Attribut Rounds auslesen und mache jetzt Folgendes. Also ich habe ja wie gesagt da gar nichts, ne? Das heißt, der Body ist leer, außer es gibt hier eine Überschrift und eine Table mit der ID-Ergebnisse. Das heißt, da drinnen soll meine Tabelle aufgebaut werden und ich mache eben das Folgende. Das heißt, ich hole mir alle Table Rows, da gibt es natürlich noch keine, also die werden ja dann erst generiert. Dann sage ich eben Data, spiele, ich bind quasi alle Runden, also das heißt, die Runden sind im Prinzip das, was ich eben da habe. Das ist dieses Array.
Und die Rounds, die haben eben so Namen wie Match Day 1 und Match Day 2. Das heißt, das sind die Rounds, sind meine Table Rows im Prinzip, die habe ich hier. Und ich möchte natürlich so viele Table Rows wie Rounds haben. Das heißt, ich sage hier Select Ergebnisse, Select All Table Row, Punkt Data Spiele, binde eben meine Data Rounds, also alle Zeilen, die ich haben will, an diese TRs, also Table-Zeilen, und bekomme dann quasi im Endeffekt auch so viele. Und wenn die eben reinkommen mit Enter, dann hänge ich eben neue Table Rows dran. Am Anfang gibt es ja noch keine, also, und dann hänge ich die eben dran, wenn es eben nicht so viel gibt, wie da sind, was ja am Anfang der Fall ist. Und dann style ich den. Dann sage ich Atlas Style. Bekomme eben D und I mit und erzeuge mir einfach eine Background Color. Na, das heißt hier der Style, das ist ja dieses HTML, dieses CSS-Attribut. Und als Wert gebe ich da eben hin Background Color und dann berechne ich mir die Farbe. Und zwar immer jedes zweite, na, I modulo 2 gleich 0, ist eben immer die geraden Anzahlen an. Also jedes zweite sozusagen, also die werden eben anders gefärbt, weil ich eben Modulo 2 gleich 0 eben als hier Selektor habe, ne? Also von diesem, im Prinzip von der konditionalen Zuweisung. Da sage ich entweder so heller grau oder dunkler grau oder dunkler oder heller grau, meine ich, und bekommt dann schon mal diese abwechselnde Färbung. Ich kann das natürlich jetzt auch irgendwie anders machen und was ich weiß oder so, na, das wäre ja auch kein Problem. Also CCC steht eben für einen Grauwert und EEE steht auch für. Und kann natürlich jetzt hier weitermachen. Also ich könnte jetzt hier sagen, ich habe die Rows und jetzt möchte ich natürlich irgendwo meine einzelnen Spalten haben. Also ich habe hier immer jeweils zwei einzelne Spalten, einfach mal den Namen, den Matchday, das ist dann ganz simpel. Ich sage jetzt Rows Insert TD Text D.Name, das ist eben der Name von dem einzelnen Match von meinen Spielen, von meinen Rounds. Ja. Und zusätzlich möchte ich natürlich noch eine weitere Spalte haben. Und da erzeuge ich jetzt nicht nur Text, ne, ich kann auch einen HTML-Knoten erzeugen mit Punkt HTML. Ne, kann ich beliebiges HTML erzeugen, also mit meinem D3 als Bibliothek. Und das mache ich ja auch. Ne, ich sage jetzt hier, als HTML erzeuge ich eben eine Table, nochmal weitere Table, also das sind verschachtelte Tabellen. Table Class gleich Matches. Und dann gehe ich eben durch meine Matches durch. Ne? Das heißt, die Matches, das sind ja hier diese, das ist hier dieses Attribut und das ist ja im Prinzip hier wieder eine Liste, ein Array an verschiedenen Matches. Ne? Das sind im Prinzip, wenn hier drei Matches drin sind, hier, da möchte ich hier drei drinnen stehen haben oder hier vier, da möchte ich hier vier drinnen stehen haben. Das heißt, ich gehe hier durch meine Matches durch und lege dann in der Untertabelle wieder eine Table Row an und einzelne Einträge, nämlich wieder eine Spalte, da gibt es ja nur einen, also Table Data, und da geht dann rein eben das Date und das Time. Ja, das ist dann im Prinzip amerikanische Formatierung Date und Time. Da bilde ich einfach einen String und dann auch die Gruppe. Na, da sage ich dann, okay, die Gruppe hier hinzu. Und wenn es keine ist, dann eben nichts. Na, das gibt es nämlich auch ab und zu mal. Irgendwo unten gibt es nämlich dann keine Gruppen mehr. Na. Das muss man auch rauskriegen, indem man eben sich die Daten vielleicht mal anschaut. Na. Das heißt, irgendwann gibt es dann auch keine Gruppen mehr, muss man wissen. Genau, das heißt hier,
bilde ich eben diese Zeile als String, optional mit Gruppen, und dann geht das Ganze wieder zu. Und dann mache ich noch diesen String. Erweitere ich, also das ist ja immer noch der HTML-String, ja, der geht hier los, der wird hier erweitert, da geht eben das Table Data wieder zu. Und jetzt möchte ich in diesem Table Data natürlich noch im Prinzip eben eine neue Spalte sozusagen machen in meiner Untertabelle, und da kommt eben dann der Team Name und der Team Name vom Team 1 und der vom Team Name, der Name vom Team 2 mit Minus getrennt. Das ist eben das hier. Und dann am Schluss noch die Ergebnisse. Ne, das sind hier die Ergebnisse. Die kann man dann hier noch Match Score 1 und Match.Score 2. Die kann man dann eben noch erzeugen. Was hier noch relativ komplex war, vielleicht zur Erklärung, was das hier alles soll. Es gab eben beim laufenden Spiel auch die Sache, also wenn das Spiel gelaufen worden ist, haben die das JSON-File eben auch aktualisiert. Und dann gab es eben die Möglichkeit, dass da eben noch keine Ergebnisse waren. Also das heißt, diese Matches waren natürlich, die Tore, die geschossen worden sind, waren noch nicht drinnen. Die waren dann eben, die Einträge waren null. Und dann habe ich einfach Fragezeichen zu Fragezeichen. Also das heißt, da stand einfach das Ergebnis überhaupt noch nicht fest. Und dann gab es noch die Möglichkeit, hier sowas zu machen. Es gab noch Score 1 ET und Score 2 ET. Das war im Prinzip bei der Verlängerung geschossene Tore, und die könnte man jetzt extra auswerten, aber ich habe die einfach mit drauf addiert, nämlich zu Score 1 und Score 2 eben diese Verlängerungstore mit drauf, damit ich eben die nicht separat habe, sondern einfach mal das endgültige Fußballergebnis dieses Matches eben mir ausrechnen, weil die Verlängerungstore eben extra aufgelistet waren. Dann geht eben das Ganze wieder zu, die Tabelle, die Subtabelle geht zu, und dann war es das im Prinzip. Das heißt, ich habe hier eigentlich nur festgelegt, wie, also dieses Insert HTML hat jetzt hier einfach mal nur diesen Bereich hier festgelegt. Ansonsten habe ich natürlich hier insgesamt, was ich hier überhaupt beschreibe, ist eben das Aussehen einer einzelnen oder einer Zelle. Also natürlich stellvertretend für alle Zellen, die es gibt. Und habe jetzt im Endeffekt hier nur HTML erzeugt. Das heißt, ich habe hier das HTML DOM erweitert. Ich habe im Prinzip eine Tabelle erzeugt mit Zeilen und Spalten und noch eine Untertabelle, die wieder zwei, also eine Zeile hat und zwei Spalten sozusagen. Genau, jeweils. Das heißt, man ist eigentlich überhaupt nicht angewiesen darauf, dass man jetzt hier nur diese SVGs einsetzt. Man könnte ja auch, also wie gesagt, HTML erzeugen oder sogar ein Canvas-Objekt auch noch nehmen und da irgendwie Daten oder irgendwelche Grafiken zeichnen, indem man vielleicht irgendwelche Objekte erzeugt und die dann auswertet. Also das wär, kann man auch alles kombinieren. Das heißt, die drei ist jetzt nicht unbedingt für sich alleine zu sehen. Man könnte das zum Beispiel auch mit anderen Zeichenframeworks wie zum Beispiel P5 oder so in Kombination einsetzen. Also D3 ist eigentlich nicht nur jetzt ein reines Visualisierungsframework, sondern eigentlich auch ein guter Ersatz vielleicht für jQuery. Also viele nehmen das eben auch als jQuery-Ersatz, weil das kann eigentlich genau das. Das kann dynamisch Daten nachladen, also wie man das eben mit Ajax gerne hätte.
Und man kann natürlich damit auch diese ganzen Selektoren hat man zur Verfügung. Ne? Man kann im Prinzip Knoten auswählen mit Select und Select All und kann dann eben das Ganze, also Daten laden, selektieren, HTML-Objekte selektieren. Und man hat natürlich jetzt hier über diese, wie man hier schön sieht, in dieser API-Reference, natürlich verschiedene Visualisierungssachen auch drin, zum Beispiel eben auch sowas wie Forces. Ja. Das heißt, das sind so diese, was ich schon am Anfang gezeigt habe, diese Knoten, die sich so zusammenziehen. Da gibt es dann auch eben so eine physikalische Simulation als Layout. Ja. Die 3 Force Simulation zum Beispiel. Na, das ist dann hier das, was man da mal gesehen hat mit diesen Knotenkanten. Da sieht man auch verschiedene Beispiele, was man da machen kann. Also auch wieder schön dokumentiert eigentlich. Kann da eben aus diesen vorhandenen Layouts natürlich relativ viel machen. Man kann die auch verändern. Und wie gesagt, kann sich da relativ viel Anregung auch holen an diesen Sachen, die es hier gibt. Da kann man eben da bei Examples sieht man es auch nochmal. Aber ich glaube, so im Wesentlichen ist es eben. Wir können ja mal ein einfaches Beispiel noch nehmen, zum Beispiel hier so ein Plot oder so ein Barchart. Da sieht man es ja auch nochmal, dass man nochmal sieht, dass eben genau das ist, was wir eben wollen. Ja, das heißt, wir wollen ja eigentlich Grafiken visualisieren und das funktioniert eben auch so. Jetzt verstehen wir vielleicht auch den Code einigermaßen. Ja, ich kann auch mit die 3 Create SVG komplett, also ich muss den Knoten quasi nicht in HTML reinschreiben, ich kann den natürlich auch selber irgendwo anlegen, kann dann den Gruppenknoten dran binden. Hier Select All Rect, das sind eben diese Rechtecke, die SVG-Rechtecke, binde meine Daten dran und kann dann eben hier auch mit statt mit Append, mit Join eben ein Rechteck dran basteln, kann das stylen. Kann da wieder Gruppenknoten dran machen und so weiter und kann die dann auch verschieben, kann dann irgendwie auch mit einer Zeit das Ganze versehen und einer Delay und man muss sich halt die einzelnen Beispiele anschauen und dann mal in Ruhe analysieren im Prinzip. Und dann einfach mal ein bisschen experimentieren. Das ist natürlich ganz interessant. Da hat man hier quasi so eine Filtermöglichkeit auch nochmal. Ja, wie gesagt, man kann sich da mal alle durchschauen, diese einzelnen Beispiele, und sich da mal inspirieren lassen. Da gibt es eben eine ganze Menge, wie man sieht. Ja, ich hoffe, das war jetzt aber einigermaßen verständlicher Überblick über das ganze Thema. Und wie gesagt, viel Spaß mit D3 dann auf jeden Fall mal. So, ich habe jetzt noch ein kleines Update. Und zwar gibt es neben D3 noch eine weitere Bibliothek, die quasi auf C3 aufbaut, die im Prinzip aber viel einfacher ist und schon konkrete Chart-Visualisierungen bereithält. Und die heißt lustigerweise C3, also das heißt eigentlich der Buchstabe vor D, aber die baut im Prinzip auf D3 auf, na, nicht umgekehrt. Und das möchte ich auch mal kurz zeigen, das Ganze. Das ist im Prinzip, da gibt es auch die Webseite C3JS und da gibt es dann auch schon mal irgendwie eine Demo, die man anschauen kann. Wie das funktioniert, ist eigentlich denkbar einfach. Man kann sich da mal die Examples anschauen. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel das Übliche ist hier so eine Line-Chart. Ja.
sieht eben so aus. Man sieht eben, was das Ganze macht. Na, man kann hier mit der Maus eben Sachen auswählen. Es gibt Animationen. Man hat hier eine Legende und man hat im Prinzip zwei Achsen. Und der Code dazu ist eigentlich relativ einfach. Man hat im Prinzip, man muss natürlich die Library einbinden. Ne? Das ist dann im Prinzip auch am Anfang, sieht man das hier, wenn man bei Getting Started hier das anschaut. Ne? Man muss im Prinzip dann einfach C3 CSS einbinden, also auch eine Stylesheet-Datei. Dann eben das D3 minifiziert und auch, also das C3 minifiziert und aber auch das D3. Ne? Das muss man auch noch extra einbinden, und zwar erst das D3, weil das eben auf C3, also die Grundlage ist für das C3, so jetzt habe ich. Genau, und dann kann man eigentlich gleich bei den Beispielen nochmal schauen. Ich kann dann eben mit C3 Generate einfach ein Chart-Objekt erzeugen und gebe dann als Data hier in der Form die Daten rein, und zwar ein Array an Spalten. Und da habe ich dann Data 1 und Data 2 als einzelne Spalten sozusagen. Das sind dann die Werte. Da habe ich dann auch die Legende, die heißt dann eben genauso wie die Keys im Prinzip. Und das war es eigentlich schon. Ich kann aber auch im Prinzip die Sachen nachladen und kann dann einfach sagen, nach 1000 Sekunden hier mit Set Timeout könnte ich dann welche weiterladen, dann werden die dann abgedatet und dann da auch rein gemacht. Das Ganze kann ich ja hier nochmal machen und kann bei Unload auch wieder Daten eben entfernen. Das Ergebnis, wenn ich den Browser refresh, ist eben, dass er eben nach jeweils einer Sekunde hier was anderes macht. Ja, anderes Beispiel wären zum Beispiel so ein Donut. Da hat man dann im Prinzip noch eine andere Art der Chart-Darstellung, und da ist es auch so, ich mache eben mit C3 Generate Data 1, Data 2, das am Anfang eben mal nichts. Ich kann hier auch On-Click und Mouse-Over, Mouse-Out reinmachen. Und kann dann wieder mit Function D und I, natürlich bekomme ich dann wieder das Datum und auch den Index, und kann dann zum Beispiel hier auch mal irgendwas locken oder so. Ne? Wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber fahre, dann lockt er hier das Ganze aus, wie man sieht. Das ist nur mal zum Beweis, dass es eben diese Events eben getriggert werden. Und dann habe ich hier noch eben die Daten selber, die ich dann eben lade. Na, hier gebe ich ja nur die Spalten an und einfach mal nur einzelne Daten. Und hier lade ich dann eben die richtigen Daten nach 1,5 Sekunden. Und dann sind es hier wohl diese Daten von diesem Iris-Datensatz, das man ja gern mal hat bei Machine Learning als Trainingsdaten, wo man eben verschiedene von dieser Pflanze, also von dieser Blume, eben die einzelnen Merkmale eben gemessen hat und dann eben als Datensatz zur Verfügung hat. Und die werden hier geladen, das sind halt einfach mal eine Menge an Daten. Und hat dann auch nochmal nach 2,5 Sekunden ein Unload, wo ich dann eben Data 1 und Data 2, das waren die ursprünglichen Daten, eben verschwinden lasse. Was da eben passiert ist dann erstmal, jetzt wird es geladen und jetzt werden die anderen Dinger da entfernt. Nochmal. Also das Grüne, das Blaue und das Orange verschwindet jetzt gleich. Okay. Und da sieht man schon auch, dass das dann eben mit Animationen versehen worden ist, dass ich, wenn ich drüber gehe,
Das ist quasi alles automatisch, auch das Highlighting von der Legende und so, das ist da schon alles mit dabei. Man muss eigentlich nur die Daten laden und darstellen. Das ist denkbar einfach zu verwenden. Das gilt natürlich auch für irgendwelche Barcharts und so, dass man mal das sieht. Hier hat man zum Beispiel auch wieder das Gleiche. Ich generiere mir eben meine C3-Chart und habe da verschiedene Columns, nämlich hier erstmal zwei, lade da noch eine dritte Column nach und habe dann eben schon gleich die Visualisierung. Also denkbar einfach das Ganze. Und ja, man kann es sofort verwenden. Es baut eben auf D3 auf. Und wenn man quasi schnell was visualisieren will und dann jetzt sich groß jetzt mal eigene Visualisierungen ausdenken will, dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit, das Ganze mit C3 zu machen und eben dann nicht D3 zu verwenden, sondern eben gleich eben so ein komfortableres Framework.